was bisher geschah. Bernd hat Geburtstag. Seine Lebensgefährtin Adelheid will mit Kumpel Eddie eine Überraschungsparty organisieren. Doch Eddie versteht alles falsch und plant eine eigene Party. Die Stimmung bei Bernd, Eddie und Rick könnte nicht besser sein. Nach dem ein oder anderen Bier kommen auch interessante Gesprächsthemen zustande. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das hier sehe. Das kann sein, dass ich bei Galileo gesehen habe oder so. Da haben sie auf jeden Fall gesagt, bei den ganzen China, also bei den Asiatinnen, wäre das so, dass der Schlitz, also die Scheide, die ist bei denen nicht senkrecht, sondern waagerecht. Und deswegen wollte ich ja von dir wissen, ob das stimmt. Kann ich mir beim Besten durch... Die erste Überraschung. Ich hab dir ja eben gesagt, heute ist für dich der Tag der Überraschung. Ja? Jetzt oh, hey, los. Mensch. Ich bin gespannt wie eine Flitze. Da sind wir ja! Jo, wo ist er denn? Egal wer die sind, die Hütte wird voll. Bernd ist erstaunt, wie viele Leute ihn anscheinend kennen und begrüßt jeden fleißig, obwohl er keinen Schimmer hat, wer die sind. Jetzt heißt es Danke sagen. Rick ist skeptisch. Vielen Dank, ne, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Geiler Scheiß, würde ich sagen. Du bist geil, Mann. Danke. Ey, du bist geil. Ja, ich bin geil. Oh, da, nee, komm. Nee. Wir sind beide geil, komm. Okay, beide. Du erzählst mir erstmal schöne Flasche hier auf unser Geburtstagskind auf den Bergen. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Ja, genau. Geil. Ah, nee. Ja, auf einmal kamen da noch diese komischen Leute. Ich dachte, wir machen hier so einen geschillten Abend. Ich meine, wir haben ja gar nicht genug Bier. Ich will ja nicht zur Tanke gehen, das ist zu teuer und ich finde ja niemals zurück. Ja, ich meine, ich habe jetzt hier mein Bier gebunkert, aber es reicht ja niemals. Ich habe ja bisher erst 5 Bier getrunken oder so. 6? Keine Ahnung. Und ihr verdient so Geld auf, was sagt er hier, Videos im Internet, YouTube. Ja, Mann. Da kann man also, wenn man ein Video hochstellt, ist es dann quasi so, dass ich quasi pro Klick irgendwie Geld, also wie kann ich mir das vorstellen? Tolles Werbung, kriegst Geld, gibst es aus, schmeißt die Profis in den Club, fertig. So, also, YouTube, Mann. Ja, ich ja. Das ist echt total, weil ich wollte immer so eine Handwerkssendung. Die Fernsehsender, die stellen sich quer. Sender 7, ich hab das Konzept abgelegt, ne? Hämmern, Sägen, Ficken sollte das Format heißen. Ja. Also wenn YouTube so funktioniert, ne? Von wegen hier, ich bin da, ich verdiene Geld, ne? Pro Klick, ne? Ja. Ne, das ist ja schon eine tolle Sache. Ne? Hier, wie, was habt ihr denn so? Was macht ihr da so? Was kommt denn da bei rum? Komm, also, was ich dir so in deinem Alter empfehlen würde, wäre eine Top-10-Kanal zu machen. Top-10-Kanal? Ja. Quasi so 10 Dinge, wie ich mir quasi mit Selbstbefriedigung. Ja, oder? Ja, genau. Oder wie ich eine ja, Frau, ja, was auch richtig gut aussieht. Tipps, du hast so super Tipps, wie machst du eine Frau klar? Ja, klar. Schon ganz 10. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich meine, ich bin einfach... Was sagt man? Total baff. Ja. Das, was der Eddie da jetzt für mich gemacht hat, ich musste echt kämpfen. Erstmal so diese Überraschungssachen. Ne? Wir haben ja vorhin an der Porno ausgeliehen. Ich habe mir gedacht, ja, eine nette Runde, ne? Der Ricky, ne, ist dabei, der Eddie. Und das ist eine lustige Runde. Ne? Und dass er jetzt noch die Kumpels von Singe Freunden, die gerade nicht da ist, keine Ahnung. Ne? Dass das jetzt noch so voll wird, ne, das ist toll. Ich finde das schön. Ne? Ich meine, ich bin weltoffen. Ich höre mir immer gerne Geschichten an. Ne? Ich meine, wenn ich den Eddie nicht kenne, würde ich das alles ja nicht erleben. Ne? Der ist echt ein guter Freund von mir. Und daran erkenne ich halt auch tatsächlich, dass die Adelheid meinen Geburtstag anscheinend vergessen hat. Ne? Ich meine, der nix, kein alles Gute zum Geburtstag, kein SMS, gar nichts. Ne? Und das, was der Eddie da jetzt in Kürze ja, aufgezogen hat, wirklich mein Respekt. Das heißt, wirklich dieser Spruch von wegen Huren und Fotzen, ne, wie ging der Spruch nochmal, keine Ahnung, wo Frauen nicht so viel wert sind wie echte Freunde, ne? Das ist wirklich das, was ich nochmal unterstreichen möchte, ne? Na gut, ich werde unhöflich will ich jetzt nicht sein, ne? Aber ich will mir jetzt mal kurz den Arsch abwischen. Okay? Also ich
bin da fertig quasi, ne? Alles klar. Ja, also, das ist bislang ein super geselliger Abend. Ich finde, dass die Stadt bislang auch alles gut in die Wege geleitet hat. Das war natürlich ein bisschen kurzfristig schon eine Adelheit, ne? Dass die Stadt, ja, nicht genau wusste, wie ich das jetzt organisieren sollte. Dann habe ich hier aus dem Studentenwohnheim die ganzen Studenten dann eingeladen, ne? Die Jungs sind gesellig, ne? Und der Bernd und ich, wir sind auch weltoffen, ne? Und ja, zur späteren Stunde, da macht doch mal schon ein bisschen so Hecke die Runde, ne? Tun schön eine Rauchen, aber da muss ja jetzt keiner wissen. So. Also, da wird schon ein guter Abend. Bin voll überzeugt. Ich bin hier gerade reingekommen und voll die krasse Party. Ich bin mit meiner Clique hier. Wir sind öfters auf so Studentenpartys und so. Und wir haben immer voll Abrissstimmung. Ja, wir kommen hier rein, direkt geile Laune hier, die Leute hier rumsitzen. Und wenn wir uns hier erstmal besaufen, das ganze Bier klar machen hier. Der sowieso der Bier ohne Ende hier, der Typ, ey, das ist total steil und richtig, wow, Party ohne Ende, Party hart, das ist unser Motto, ja. Also ganz klar, das ist nur so, ja, dann bist du, weißt du Bescheid. Unterdessen bei den Mädels und Stefan. Der Westerntopf kocht. Wisst ihr eigentlich, in Texas, ne, in Texas, da machen die gar kein Mais und gar keine Bohnen rein, ne? Nee? Nee, einfach nur Fleisch, ne, und Chili. Ach so, aber dann so Rindfleisch, ja, so, dann richtig, so richtige Klötzchen. Richtige Klötze, ne? Genau, so ja. Richtig. Hab ich auch schon gehört, also, dass sie das nur mit diesem Mann, das regt mich jetzt ein bisschen auf, ne? Wir haben schon 9 Uhr und der Bernd ist noch nicht da, der Eddie ist noch nicht da, die Kumpels sind noch nicht da und der Fabi ist auch noch nicht da. Adelheid, beruhig dich. Bleib doch ganz ruhig, du hast dir so viel Mühe gegeben. Ja, ich, ja. Mit den Bohnen und den ganzen Eintopf und dem Kuchen, die Kerzen, die ganze, was du geschmückt hast und... Brauchst du dir? Ja, ja, das wäre jetzt aber schade, wenn die... Jetzt reg dich doch nicht auf, der kommt schon noch. Die kommen noch. Sie doch. Dann haben die wieder einen gepitcht, die ja, kommen noch. Ja, die haben bestimmt einfach nur einen getrunken und schnell und dann kommt die wieder. So kenne mein Bernd ist so, mein Bernd ist ja, so. Ja, war doch immer da. Wenn Adelheid nur wüsste, dass bei Eddie die Party in vollem Gange ist. Nee, ich weine auch noch ein Witz. Bei den Jungs wird bereits die Grundlage für die kommenden Liter Bier geschaffen. Das war ein Schluck Nemme. Klar, ne? Da sagt der Mann zu seiner Frau, hör zu, sagt der Mann zu seiner Frau, hör mal, wenn du keine Füße hättest, würdest du die Schuhe kaufen? Da sagt die Frau, nee. Da sagt der Mann, ja, warum kaufst du denn den BH? Oh Mann, was ist auch wert? Die nächste Überraschung. Stell uns den Bier ab. So, setz dich jetzt hier hin. Mensch. Ihr seht nämlich wieder mit Überraschung. Du, ist ja also, du setz dich jetzt hier hin. Oh, Mensch, komm mal her. Bernd kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Das ist auch so. Na? Und ich sag dir Bescheid, wenn der Aue wieder aufmachen kannst, okay? Okay, alles klar. Geht die anstellen, Moment. So. Mensch, ich bin so aufgeregt. Ja, bist du ja. Komm rein. Das ist das Geburtstagskind. Komm, mach du Miststück. Jetzt kannst du gucken. Oh ja, ich werde. Oh nee, Eddie, nee. Bernd kann es nicht fassen, was er da sieht. Und fühlt. Die Musik ist ja auch aufgefahren, ne? Oh, Eddie traf voll ins Schwarze. Oh, ja. Mit 44 hättest du nicht gedacht, dass er noch das Köpfchen entgegen, ne? Und die Studenten kommen auch auf ihre Kosten. Ich stehe ja hier lenke, Guck dir das an. Guck dir das an. Nee, ich weiß es nicht. Man weiß ja nie, wo die vorher waren, ne? Oh, nee, das ist ja. Mensch, meine Güte. Ja. Das ist wie in einem Musikvideo, ne? Kennt ihr ja diese Gangster-Rap-Videos, ne? Eine super Party. Du hast ja die Jahre. Ja, Mensch, das ist ja. Doch dann. Moment. Der Schock. Scheiße, das ist ein Kerl. Verdammt noch. Ja. Hier, guck dir das an. Das ist Bart. Barthaar. Das ist doch ja nicht. Hast du uns beschissen hier oder was? Ich weiß nicht, was du bestellt hast. Da kann man sich schnell vertun. Ne? Daniel, das ist Daniel. Wo heißt doch Daniel, oder nicht? Name, Daniel. Juri? Was? Juri? Hä? Bernd, angenehm.
Ja, Juri. Was ist denn? Sind die nicht echt hier, die Dinger, oder? Das ist aber gut gemacht, ne? Ich hätte es echt nicht gedacht, ne? Ich bin ja weltoffen. Ja, komm, ist doch jetzt egal. Komm, komm, mit dem Bier. Ich verbrauche ein neues Bier. Ne, aber nichts für ungut. Ich habe es nicht gern, wenn irgendwie Sterne meinen Schwanz anfassen, ne? Kein Ding, ne? Bringen wir erstmal ein Bierchen, ne? Komm, setz dich ins Hin. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist sein Platz, ne? Ja. Sag mal alle Hallo zu Juri, ne? Hallo, Juri. Ja, ne? Leute, fahr Abend jetzt nochmal in eine andere Stadt. Ich mich verdonnen, also das kann passieren. Nee, das, ja da jetzt, das war ja auch alles in Hektik, wie ich das organisiert habe. Weiß das denn trotzdem? Vielleicht habe ich mich verlesen. Ja klar, das passiert am besten. Ne? Das passiert mir, wäre bestimmt auch passiert. Ne? Hm. Das ist klar. Ne? Ich meine, klar, wäre das eine geile Ische was anderes gewesen. Nichts für ungut. Ne? Ich meine... Nee, hier, komm, nichts. Bist aber jetzt nicht sauer. Oder nee, so, sauer auf dich. Eddie, ich, allein, dass du so was machst. Ne? Ja. Ich hab mich verdammt. Ne? Nee, das passiert. Nee, ja. Das passiert. Das ist kein Ding. Ne? Ja, ich bin immer noch ein bisschen. Ich meine, klar, das passiert. Ne? Ich meine, das mit der Stripperin ist jetzt keine Stripperin, sondern ein Stripper oder beides. Ich weiß es nicht. Ist das jetzt eine Transe, die quasi einen Schwanz ohne Fotze haben? Ich weiß es nicht. Das ist halt so ein Zweierding. Ich kenne mich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich meine, dass es. Er, sie ist ein netter Kerl, ne? Ich meine, oder Frau. Und mit der kann man aber, ich finde es auch toll, dass es sich jetzt noch ein bisschen Zeit nimmt, mit uns abzuhängen, so ein bisschen, ne? Ich meine, die kostet ja auch Geld, ne? Darf man nicht vergessen, ne? Ich meine, Eddie wollte mich überraschen, finde ich toll, ne? Juri werden wir jetzt heute noch ein bisschen kennenlernen, ne? Ja, ich sehe, es läuft, ne? Ich nichts wussten, sie wollten Frauen. Die haben gesagt, die haben angerufen und ich bin Transvestit, mein Vater Transvestit, mein Vater Transvestit, meine Mutter Clown. Und es ist klar, dass wenn Anrufe nicht kommen, ich komme und mache Fiki-Fiki, mache Tanze, mache was sie wollen. Und ich nichts wissen, ob ich jetzt bezahlt werden. Und ist okay, wir sind alle nett zu mir und da habe ihnen gezeigt, ich mache Titi. Aber ist hier. Und viele Bart, gut, ich keine Zeit für Bart, weil teuer, Schaum. Und wenige Beschwerden, ich beschwerde keine, nie, ich habe Garantie für Glück. Ja, also das ist natürlich alles ein bisschen blöd gelaufen jetzt da mit dem Typen und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, weil vielleicht habe ich mich da irgendwie der Zeile vertan. Moment, ich habe gerade Telefon, aber ist das denn Adelheid? Eduard Szymanski? Ja, Dickerchen, was ist denn? Ja, wo soll der sein? Der ist hier bei mir und die Party ist in vollem Gange. Ja, wie bei dir. Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir haben doch jetzt dann... Hä? Ja, nee, da habe ich... Also weiß ich jetzt auch nicht, wie das passieren kann. Ich bin ja auch gerade... Mach mal gerade aus hier, ich habe hier ein Problem. Komm, mach mal aus. Und gleich nach der Werbung. Eddie versucht geschickt, seinen Fehler zu begradigen und Bernd auf die richtige Party zu bringen. Inzwischen ist Adelheid am Boden zerstört. Doch Nachbar Stefan wittert seine Chance. Schafft Stefan es, den Mount Adelheid zu erklimmen, oder kann Bernd es in letzter Sekunde verhindern? Ja, das war eine Folge vollem Leben, ne? Und nächste Woche jede weiter. Naja, mit den Space Rocks, ne? Und schön abonnieren nicht vergessen, ja? Wir haben ja quasi auf Facebook auch eine richtige Seite, 7 Day, ne? Und weiter, ne? Ne, das ist doch kein... Gefällt mir, ne?